Hallöchen Leute, schön euch wiederzusehen. Heute besiegen wir mal die Lilith. Aktuell ist die Boss beim TOA normal. Und ich habe ja schon diesen Aftaros, den alten Boss, besiegt. Und dann muss natürlich auch die Lilith besiegt werden. Deswegen lasst uns einfach starten. Ihr seht noch, ich bin ein bisschen tankiger. Ich habe eine Chasun dabei, ich habe einen Theo als einziger richtiger DD. Und ich versuche es einfach mal mit Werde als Support. Kann das was werden? Wir werden es herausfinden. In meinem allerersten Team hatte ich glaube ich auch einen Vero dabei. Oder Barretta. Eigentlich ist Barretta auch ganz schön nice, wenn man Lilith besiegen will, aber ich versuch's jetzt einfach so. Na toll, eigentlich wäre das hier ganz praktisch, aber die Junos, die würden dann alle voll hochballern und hochheilen. Deswegen versuche ich es erstmal so. Ja, die Junos sind echt stressig. Oh. Warum leckt denn da so? Ich spiele über USB. Das müsste eigentlich alles hier voll geil sein. Ich mach mal den Angriff. Einfach das, ne? Oh ja, komm, komm, komm. Ja! Theo rastet saudoll aus. Macht erstmal drei Vio-Procs oder zwei Vio-Procs waren das ja. Ist egal, er war dreimal dran, ne? Ich glaube jetzt, ach komm. Einmal kann ich hier mit Aria gleich reinhauen, oder? Ich habe sowieso gerade, ja komm, einmal. Zack. Jetzt, okay, gut, gut, gut. Jetzt sind aber die Anavels halt ein bisschen geschwächt, was sehr, sehr positiv sich auf den Kampfverlauf auswirkt. Jetzt kann ich einfach die Juno hier wegballern. Bam, bam, bam. Das war ja wirklich sehr toll weggeballert. Ups. Okay, gut. Zack. Ja, erstmal, also hier kümmert man sich eher lieber zuerst um die Junos. Aber mit allen möglichen Skills, die kann man halt auf die Anavels ballern. Und nur die Skills, die wichtig sind, dass die Juno halt nicht ihre ganzen Debuffs bekommen zum wieder hochheilen. Nur diese Skills zum Angreifen, die kriegen dann halt die Junos ab. So wie Deathbreak und dann halt Theos Mega-Wummer. Aber warum habe ich denn jetzt die angewählt? Ach, ist egal. Aber Werde macht sich hier eigentlich auch ganz nice. Zack. Zack, Deathbreak. Und zack, Wurmsen. Werde ist nochmal dran, dann schaffe ich das. Stirb! Nice. So, jetzt habe ich noch zwei andere als Gegner. Aber ich muss sagen, hier, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, der allererste TOA, den ich überhaupt auf 100 geschafft habe, war dieser Lilith-TOA, als er zum ersten Mal eingewechselt wurde oder dazu kam. Und also ich fand die zweite Ebene so viel härter. Die erste ist schon ziemlich stressig wegen den Junos, aber zieh euch gleich die zweite Ebene rein, Alter. Die ist böse. Also die finde ich wirklich ziemlich fies. Deswegen, wir gucken uns das ja gleich an. Wir sind ja gleich da. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ich hoffe, da komme ich überhaupt richtig durch. Ja, aber ich habe einen Werde dabei, der sollte hier gut schön boosten, das Team. Ich habe jetzt auch extra nur mit den ersten Skills angegriffen, dass alle ihre Skills, weil die haben zweite Ebene, zwei Veromos, drei Aria. Ich glaube, ich gehe zuerst auf Veros. Einfach, weil einfach ist. Nee, weil die Veromusse, die heilen halt die ganzen Debuffs und dann kann ich hier nicht richtig losbamsen. Ich glaube, es ist ein bisschen praktischer, wenn ich zuerst die Veros wegballer. Zumindest versuche ich es einfach mal, weil dann kommt sowas. Machen wir mal einen Boost. Ja, Deathbreak, sehr schön. Zack. Nochmal hier schön Speedboost. Und ja, ja, gut. Okay, der erste Vero ist down. An sich ist es auch praktisch, wenn man hier selbst ein Vero mitnimmt. Aber nö. Ich habe jetzt dieses Team und damit sollte es eigentlich auch ganz gut laufen. Wir werden es ja gleich sehen. So, erstmal direkt auf Vero ein Deathbreak. Sehr schön. Ja, mit Bella einfach. Wir hauen jetzt erstmal den Vero tot. Und dann werden wir weitersehen. Alter, Bella rast gerade richtig aus. Was ist da los? Was ist da los mit Bella? Zack, Fluch der Weißen Nacht. Alter, der Skill ist so geil. Aria ist allgemein so ein geiles Monster. Bin so froh, dass das der allererste HOH war, den ich auch wirklich selbst schaffen konnte. Ja, mit Mühe und Not habe ich mir die zusammengefarmt, aber ich hab's bis jetzt keinen Moment bereut. Anfangs habe ich Aria fast gar nicht benutzt. Aber dann später habe ich gemerkt, Alter, die ist so stark und so genial und so gut. Oh, und seitdem nehme ich Aria aktiv im TOA. Früher habe ich sie sehr, sehr viel in der Arena benutzt. Ich nehme sie gerne im Gildenkampf als Theomas-Konter. Ja, Aria ist toll. So, jetzt ballern wir die da um. Ja, gleich bin ich da. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie die Lilith war. Ich weiß noch, dass ich irgendwie... Oh, ich hab nur ein Monster zum Stunnen. Das ist ein bisschen doof. Weil mir fällt gerade ein, man muss ja ihre grünen Inkarnationen, die sollte man ja stunnen. Hehe. Toll, Nils. Hast sehr gut gemacht. Ja, gucken, wie es läuft. Einfach mal gucken, wie es läuft. Ansonsten nehme ich wirklich anstelle von Werde noch Barretta mal mit rein.
Aber naja, wir gucken einfach, was passiert. Wir gucken uns das einfach an. Zack. So. Da ist er. Hier mache ich mal erstmal einen Screenshot, dass ich das schön als Hintergrundbild machen kann. Zack. Swoop. Und jetzt habe ich einen schönen Screenshot, wie ihr Gesicht versperrt wird. So, erstmal Deathrake. Fuck, Alter. Hat die gerade echt die ATK-Leiste von einfach. Warum leckt das denn jetzt so? Was zur Hölle geht hier ab? Alter. Aber die hier ist gestunt. Das ist super. Ja, dann, ich muss jetzt auf jeden Fall zuerst auf die hier gehen. Alter, was? Okay, Leute, ich spiele das mal am Handy. Denn, Alter, die Verzögerung ist einfach so krass, wenn ich da drauf drücke. So, mit Chazun machen wir schön hier den Boost. Kann man die sleepen? Man kann sie sleepen, geil. Das ist ja geil. Denn, oh, dann habe ich eine gute Idee. Dann, ja, ich greife jetzt erstmal weiter an. Mann, die olle Schrift ist so doof im Weg, wa? So, die ist immer noch gestunt, deswegen kann ich sie jetzt wegballern. Also das ist ganz, ganz wichtig, die Taktik ist ganz, ganz wichtig. Man muss immer zuerst die Grüne wegballern, weil die Grüne die entzieht. Wenn man sie angreift und sie nicht gestunt oder gesleept oder sonst was ist, dann entzieht sie allen Monstern die Angriffsleiste. Das ist nicht schön. Und dann heilt sie auch noch. Sie ist praktisch die Heilerwirkung. Und man muss es dann praktisch schaffen, alle Reinkarnationen zu killen, bevor sie, die Lilith, die einsaugen will. Weil dann passiert Folgendes, sie stunt sich selbst. Weil sie nichts einsaugen kann, stunt sie sich selbst. Wenn sie irgendeine Reinkarnation einsaugen kann, wir sehen es hier oben, ja, Inkarnationsspaltung, Beschwerde, so, nach 5 Runden verschmilzen sie wieder mit Lilith. Und wenn die mit ihr verschmilzen, dann wird sie stärker, dann bekommt sie den Effekt, verschmilzt sie mit der Roten, dann hat sie einen Gegenangriff. War das so? Ich glaube, ja, dann hat sie einen fiesen Gegenangriff. Das ist, glaube ich, hier auch. Genau, attackiert alle Gegner und provoziert sie sofortiger Gegenangriff mit Geistesbruch bei jedem Angriff. Geistesbruch ist das, sie attackiert den Gegner mit und entzieht einen hilfreichen Effekt. Ja. Und die Grüne ist dann so, die kontert halt und entzieht Angriffsleiste damit. Mit jedem Konter sozusagen und heilt auch. Deswegen, es ist ganz praktisch, dass wir die Grüne immer zuerst killen, dann die Rode. Die Rode. Ja, okay. Also auf jeden Fall immer schön die Inkarnation killen, weil dann ist die gestunt und man hat mehr Zeit, um sie zu killen. Ihr werdet es auch gleich sehen, jetzt sind sie alle tot. Jetzt kann ich hier richtig schön, zack, machen wir mal Heal-Block. Und sie hat auch gerade, also überhaupt, ist irgendwie die Chance, sie mit einem kritischen Treffer zu treffen, ziemlich gesenkt. Paranoia. Macht sie erstmal vor dem Mega-Wumser. Aber egal. Ja, Theo hat ja an sich mit seinem Leader-Buff, hat er irgendwie irgendwas mit 70% Crit-Rate. Und der gute Werder hat auch gerade 100% Crit-Rate. Und trotzdem geht es nicht so wirklich durch. Und da sieht man mal, wie fies die Alte ist, ja. Aber irgendwie klappt es ja doch. Ja doch, irgendwie klappt es ja. Und ja, ich versuche einfach mit den stärksten Hits hier reinzuballern. Schön hier, ganz, ganz wichtig, wofür ich Aria auch liebe, der Slow-Debuff. Ja, dann hat man noch mehr Zeit. Dadurch, dass Werder das ganze Team überboostet, habe ich auch noch mehr Zeit, um sie denn wirklich auszuschalten, um ihr Schaden zuzufügen. Klappt alles ganz gut. Und naja, mit Teams, um Lilith zu besiegen, ja, da lässt er das nicht streiten. Also es gibt so viele Möglichkeiten an sich. Ihr seht es ja, bei mir klappt es gerade ganz gut, ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Werde gut ist, weil, okay, ich habe echt nicht dran gedacht, dass sie irgendwie die Crit-Rate senkt. Aber es läuft trotzdem ganz gut. Aber ey, selbst mit 100% kommt so selten die Crit-Rate. Jetzt wieder schön der Slow-Debuff drauf. Ich muss alles raufballern, was geht, Alter. Zack. Immer schön rauf. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt immer nach unten gucke, aber so geht's einfach irgendwie. Ja, es ist schlimm, es leckt im Bild. Leckt es alles viel mehr. Das ist nicht schön. Ja, langsam aber stetig besiege ich sie, ne? Ihr seht's ja. Aber das ist immer bei den Bossen so, ne? Bei Aftaros oder wie auch immer der heißt. Da war es ja genauso eigentlich, ne? Da war es ja eigentlich echt genauso. Ja, ich freue mich immer, wenn der gute Werde mal 2 Crits landet. Das hat das ganze Team nochmal richtig extrem geboostet. Zack, und in ihrer ersten... Ja, in ihrer ersten Dauer oder in ihrer ersten Phase... Habe ich es jetzt schon mal geschafft, fast die Hälfte abzuziehen und sie hat sich nochmal gestunt. Jetzt habe ich nochmal eine Runde. Übrigens heilt sie sich alle Debuffs, wenn sie die Leute, wenn sie ihre Reinkarnation einziehen oder einsaugen will. Aber ihr seht, es klappt hier gerade ganz gut. Ne, sie ist gestunt jetzt eine Runde, ich kann machen, was ich will, kann hier angreifen. Dann hebt sich das dann auf, genau. Sie hat immer noch den Slow-Debuff. Und das richtig Geile ist, sie beschwört jetzt gleich erst ihre Reinkarnation. Das heißt, ich habe jetzt praktisch nochmal eine volle geile Extra-Runde bekommen, weil sie halt gestunt wurde.
Das ist so cool. So konnte sie einmal die Dinger nicht einsaugen und wurde nicht stärker. Und zweitens hatte ich halt die eine extra Runde. Voll schön. Zack, gleich wieder debuffen. Es kommt Paranoia, Aua, das tat weh. Aber ist nicht schlimm, Alter. Über die Hälfte Schaden hat sie schon. Also ich finde sie auf jeden Fall viel, viel schwerer, viel anspruchsvoller als diesen Aftaros. Einfach weil ihre Reinkarnationen sind viel fieser als die Türme von dem anderen. Und allgemein, also sie ist wirklich stressig, ja. Und die Effekte, durch die sie halt durch ihre Reinkarnation kriegt, die sind auch nicht zu unterschätzen. Also die ist wirklich ziemlich böse. Jetzt hat sie wieder ihre Persönlichkeit gespalten. Jetzt muss ich mal gucken. Da ich greife an und zack, Angriffleiste. Deswegen muss ich mal gucken. Ich muss irgendwie schaffen, die Reinkarnation... Ja, ich solange wie ich die nicht stunnen kann. Erstmal machen wir den hier. Fuck! Nicht mal gesleept. Ja, und dann zack, greift sie an, macht einen Flächenangriff. Und heilt dann natürlich auch noch. Also das ist wirklich böse. Na klar, die blaue macht einen Stun. Jetzt mache ich einmal den hier. Jetzt wird es natürlich knifflig, ne? Jetzt habe ich hier gestunte Viecher. Ich will einmal mit Aria dran sein. So, erstmal zack. Und jetzt bitte Stun. Und jetzt Deathbreak. Fuck. Ist er gleich wieder dran, ne? Ja, ihr seht, es ist gar nicht so leicht, die Alte wegzukriegen, wenn man nicht genug Stunner hat. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Aua. Los, komm, bitte Stun, bitte. Sie erhöht halt auch ständig ihre Angriffsleiste. Das wollen wir nicht. Das wollen wir ganz und gar nicht. Los, Theo, ja, gib's ihr. Ja. Nein. Oh, aber der Healblock war da. Das ist auch gut. Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Der Healblock war ja drauf. Das ist total genial. Ja, ich versuche jetzt mal irgendwie hier einfach mal alle so ein bisschen zu boosten. Zack, down. Nee, noch nicht. So, wieder ATK-Buff. Das ist ganz wichtig. Jetzt wieder Healblock. Gut, zwei Runden Healblock, jetzt kann sie sich schon mal nicht heilen. Dann müsste ich sie jetzt ausschalten können. Jetzt kann ich sie höchstwahrscheinlich ausschalten. Ich mache einen Deathbreak. Und jetzt kommt Theo, gib's ihr. Nice. Und dann hier, zack, sehr geil. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, um die... Was zur Hölle, war sie zweimal dran oder was war das? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie noch den Slow-Debuff. Ach, fuck, sie... Hm? Wieso macht sie denn einen Gegenangriff? Ich meine, sie hat doch gar keinen eingesaugt. Ach nee, genau. Ja, stimmt ja. Sie hat auch immer die Fähigkeit, von der die gerade nicht draußen ist. Gerade war die rote nicht draußen, also hat sie automatisch die ganze Zeit den Gegenangriff. Fuck. Ja gut, muss ich jetzt mit leben. Muss ich jetzt mit leben, geht nicht anders. Irgendwie kann ich mich da schon arrangieren. Zack. Ja. Ich muss nur einmal mit Chazon heilen oder mit Bella heilen. Ich kann jetzt wahrscheinlich mit Bella oder mit Chazon. Zack, yeah. Und jetzt gibt's auf dem Maul. Alter, ich krieg die down. Man kann natürlich auch, Leute. Liebe Leute, man kann natürlich auch, wenn sie ihre Inkarnation draußen hat, kann man sie natürlich auch angreifen. Aber es ist natürlich besser, wenn man die zuerst killt. Aber jetzt sollte ich sie eigentlich killen können, ohne... Also ohne dass ich die nächsten Reinkarnationen killen muss, sollte ich sie jetzt eigentlich auch killen können. Sollte klappen. Ich baller hier noch ein bisschen drauf. Ihr seht, ganz, ganz langsam sinkt der ATK, sinkt der HP-Balken. Theo, also wenn Theo krittet, das ist natürlich sehr schön. Wenn Werde krittet, ist das sehr schön. Paranoia, ja klar. Drei Runden Deathbreak. Ja, deswegen zum Beispiel ist Theo ganz cool. Aber ich glaube, einen Theo brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ihr seht ja, es sieht verdammt geil aus für mich. Ich habe gleich gewonnen, so wie es aussieht. Zack, zack. Ja. Dann machen wir einmal mit Chazon den hier. Und können dann wieder den machen. Sehr schön. Dann machen wir zack. Und ja, ich habe so gut wie gewonnen. Einmal noch den hier. Was? Sieg. Schön. Oh, meine Fresse. Scheiße, ich bin down. Ja, so geht's, Freunde. Habe ich die 100 geschafft und als Schatz gibt's natürlich die legendäre Schriftrolle. Mal sehen, wann das Beschwörungsvideo kommt. Ich habe jetzt eigentlich fast alles zusammen. Habe überlegt, ob ich hart nochmal bis 40 spiele, weil dann müsste ich mir 33 Squalls kaufen können. Mal sehen, auf jeden Fall gibt's hier ein GZ. Ein GZ gibt's. Gibt's hier ein GZ? Nö. Dann sage ich hier einfach nochmal Thanks. So, auf jeden Fall, Leute. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr zugeschaut habt. Mich würde jetzt interessieren, was für ein Team benutzt ihr denn? Schreibt bitte in die Comments, wäre sehr geil. Man könnte auch ein bisschen ja, diskutieren, debattieren, sich austauschen, welche Monster denn wirklich gut bei ihr sind, welche Monster wirklich praktisch sind. Würde mich alles sehr interessieren. Deswegen haut einfach alle eure Gedanken unten rein. Gebt einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder in den nächsten Parts von Summoner's War. Also tschüssi!